Einen wunderschönen guten Morgen. Heute steht der Madison Square Garden an. Wir machen heute die Tour und später dann halt Rangers Spiel. Hier haben wir einen typischen amerikanischen Bus. Wo ist er da? Hier, der nimmt uns leider nicht mit. Wir fahren mit der U-Bahn, aber geht trotzdem klar. Wetter ist heute übrigens sehr, sehr nice. Ich möchte nur anmerken, wir haben Oktober. Wir haben Oktober, aber Santa nimmt schon Wünsche an. Hast du deine Wünsche geäußert? Ja. Und was hast du dir gewünscht? Ich habe mir gewünscht, dass du nicht mehr so nervst. Du kannst vergessen. Verdammt. Ja. Und wie war's? Super, richtig gut geschmeckt. Delicious. Delicious. Also wenn ihr mal Pancakes essen wollt und nicht unbedingt in eine Riesenkette oder sowas, Johnny's Luncheonette, richtig nice. Der Besitzer steht halt auch selber hinter der Ladentheke, ist halt sehr bürgerlich, so ganz normale Pancakes, wie du sie zu Hause auch kriegen würdest. Nice. Du willst noch auftreten heute, ne? Aber selbstverständlich. Next. We are all together. Next. Ja, da kann man Passwort abstauben. Next. Du meinst jetzt auf Army-System. Ja, du nicht, du musst dich in der Reihe hinten anstellen. So, das ist hier die Topaz Lounge. Wir kommen gerade aus dem Madison Square Garden. Wir haben gerade die Tour gemacht, All Access Tour, $35. Und dann kann man halt überall mal hoch in die Luxus-Suiten rein. Umkleidekabinen war leider ein bisschen dürftig. Da müsst ihr gucken, nicht an Spieltagen hingehen, weil sonst könnt ihr gar nicht die Umkleidekabinen sehen. So standen wir jetzt quasi davor und konnten zumindest mal reinlunzen. Da hätten wir uns ein bisschen mehr gewünscht, aber ja, trotzdem interessant.
Wenn ihr was Beeindruckendes sehen wollt, ohne Geld auszugeben in New York, dann kommt ihr hier zum Bryant Park und geht hier in die Public Library, in die Bücherei. Gerade der Saal ganz oben werdet ihr gleich sehen. Richtig beeindruckend, so richtig 90er Jahre Anwaltsserien, wenn dann halt so Kriminalfälle gelöst wurden. Da sind dann halt immer die Leute immer in die Bücherei gegangen und haben da irgendwelche Sachen gesucht. Und genau so sieht es da drinnen aus, werdet ihr gleich sehen. Auf jeden Fall sehr beeindruckend und kostenlos. Ebenso komplett kostenlos und komplett beeindruckend ist auch der Grand Central Terminal, auch als Grand Central Station bekannt. Man kennt das aus einigen Filmen, gerade halt die Uhr dort in der Mitte. Macht auf jeden Fall einiges her, wenn man hier ist und sich mal die Halle anguckt. Grundsätzlich ist es eigentlich ein ganz normaler Bahnhof, aber naja, normal ist hier quasi nichts. Heute ist Hockey Time, also auf zu den Rangers gegen die Coyotes in den Madison Square Garden. The
nochmal eine Overtime gesehen. Ich dachte, es wiederholt sich. Rangers, das letzte Mal mit Patrick. Overtime, richtig geiler Sieg. Und jetzt, dein Eindruck zum Spiel? Sehr, sehr schade, aber geil, live zu sehen. Super, hat Lust, Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Also Hockey live, richtig geil. Und naja, mit einem Sieg wäre es noch schöner gewesen. Aber man kann ja nicht alles haben. Was sagen Sie zu dieser überragenden Leistung?